So, liebe Freunde, da sind wir wieder in Forza und es gibt etwas Neues. Und zwar etwas, worauf ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und zwar heißt das ganze Ding Super 7 und ist jetzt neu ins Spiel reingekommen. Und ihr seht es schon hier oben im Pausenmenü. Super 7. Hier kann man jetzt, so wie es aussieht, Herausforderungskarten erstellen. Man muss hier welche abschließen und man kann auch irgendwie noch welche wählen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich glaube, das ist mega, mega geil, was sie da gemacht haben. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. So, wir wechseln auf jeden Fall schon mal die Jahreszeit. Und wir sehen ein Huhn. Ja, das, das kann ja schon mal gut losgehen, würde ich sagen. So, ich mache jetzt hier das Radio aus. So, rase zum Zielort. Okay. Und wir haben hier irgendwie so Elemente schon stehen, das Riesenrad mit dem T-Rex oben drauf, wenn ihr das gerade eben gesehen habt. So, und jetzt geht's auch schon hier. Oh, da waren wir wohl ein bisschen zu schnell. Dann benutzen wir gerade mal die Rückspulfunktion, wenn wir jetzt schon beim ersten Hindernis gegen die Röhre fliegen. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie mit Topspeed ankommen. Nein, das war immer noch zu schnell. Jetzt haben wir mal voll die Mücke noch rein vorher. Und ja. So. Naja, fast. Eine geschafft. Sechs hast du noch vor dir. Ja, okay. Das war jetzt ja noch nicht die Herausforderung, die wir gesucht haben. Ja, like mal, komm. Ist zwar vorgegeben, aber warum denn nicht, ne? So. Ass gewinnt. Eine Karte durch. Zweite startet gleich. Ja, dann legen wir doch da direkt los. Auch wieder. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. So. This event is all about having fun. I hope you enjoy it. Okay. This event is all about having fun. I hope you enjoy it. Ja, das hoffe ich auch. Und es sieht schon nach Fähigkeiten aus. Ja. Ich wundere jetzt gerade ein bisschen, dass wir diesen. Warum haben wir denn so einen kleinen Screen im Moment? Oh, da wäre noch mal ein Ding gewesen. Okay. So, was wollen sie, dass wir hier machen? Einfach kurz einen Dreher bloß. Ja, das hüpft wahrscheinlich gegen die Wand. Okay. So, dann fahren wir einmal nach da hinten. Okay, ja, das Fähigkeitsziel sieht jetzt hier nicht allzu hoch aus. Also das schafft man auch als absoluter Anfänger, würde ich sagen. Und ich fahre ja hier gerade auch nichts Gescheites zusammen. Oh je. Ja, das gibt leider keine Punkte. Denn wir müssen nur 1000 Fähigkeitspunkte schlagen. Okay, also das ist ja ein Witz tatsächlich. So. Aber es hieß ja schon, wir sollen einfach nur Spaß haben hier. Das probieren wir jetzt doch gerade nochmal. Zack. Das gehen wir vielleicht mal da hoch zu dieser hohen Schanze. Ja, das haben wir knapp verfehlt. Muss man den mal hier benutzen zur Drehung. So. Ja, so ein bisschen arg eng ist es hier schon und ein bisschen viele Kanten, hätte ich gesagt. Das drehen wir vor dem Teil da oben anstatt innen drin. So. Und jetzt nochmal da hoch. Na, oh Gott.
Boah. Ja, toll. Ne? Wahnsinn, dass wir hier zusammenfahren. Ihr könnt das wahrscheinlich besser als ich jetzt im Moment. Oh, ich bin sogar aus der Map rausgefallen. Okay. Das ist jetzt interessant, ja. Was machen wir jetzt die restlichen 3 Minuten, ist die Frage. Wir haben das Spiel jetzt schon... Wir haben es jetzt schon kaputt gemacht, wir sind aus der Map geflogen. Naja, dann sammeln wir halt die draußen Punkte, ist ja auch irgendwie so ein bisschen... Das ist eigentlich eine relativ interessante Methode vielleicht sogar, ne? Weil ich glaube, hier draußen kann man tatsächlich wesentlich mehr Punkte sammeln, wenn wir jetzt hier einfach durchs Gelände driften. Ich will ja nicht bescheißen, aber... Ja, also wenn das Spiel das uns da jetzt rausgeworfen hat... Ich meine... Probieren wir das einfach mal. Vielleicht hört es auch irgendwann auf, wenn wir zu weit von dem Teil wegfahren. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr da hohe Scores, was, wenn man die Scores dann nachher vergleichen kann eigentlich. Aber wenn ihr das machen könnt und dann einen hohen Score machen wollt, dann ja. Probiert's doch mal damit. Hätte ich gesagt. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei 15.000 mal 4, also. Weiß nicht, das wäre interessant, wenn die Scores verglichen werden würden am Schluss und wir jetzt hier so cheaten quasi. Ich bin gespannt. Ja, jetzt fahren wir das kurz noch zu Ende. Was haben wir denn noch? 1 Minute 45. Ja, das, ich komme da nicht mehr rein, so wie ich das gesehen habe. Also, tut mir leid, aber ich denke, ihr habt das gesehen, worum es da so geht, was da so für Sprünge gibt. Und letztendlich werdet ihr das auch selber ausprobieren, wenn ihr das Spiel nicht habt und es nochmal sehen möchtet, wie ich da drin rumfahre, wahrscheinlich wieder überall dagegen, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. So, wir sind inzwischen bei 150.000. Ich denke, das ist ein solider Score, auch wenn wir da ein bisschen beschissen haben. So, nicht gegen den Traktor, sehr gut. Und nicht gegen die Strohballen. So, 212.000. Ja, bin gespannt, ob das andere auch gemacht haben oder ob die alle da drin ihre Scores holen oder ob die wirklich verglichen werden oder ob ich jetzt hier rumfahre und hier probiere gerade einen Score zu holen, der dann letztendlich gar nicht gewertet wird, weil das eh keinen juckt, was man da erzielt. Das ist halt einfach nur wirklich Fun ist, da dann rumzufahren. Wobei das in Forza immer so ein bisschen... Ja, also du hast ja ziemlich viele harte Kanten und so. Was nicht auf Forza das optimale Spiel dafür ist. Aber ich feiere es schon mal, was die hier damit reingebracht haben. So, das erinnert ja schon so ein bisschen an Trackmania, ne? Was man damit alles bauen kann. Wenn es dann nachher wirklich so einen Editor gibt. So. Und ich glaube, ich muss mal kurz... Ja, like mal auch, scheißegal. Ne? So. Das war ein Paar. Aber noch hast du nicht gewonnen. Wie sieht's mit einem Drilling aus? Ich guck mal ganz kurz. Ich muss, glaub, den. Ja, der Streamer-Modus war schon wieder aus, deswegen ist auch das Radio vorhin angegangen. Naja, egal. Wir haben es geändert. Super 7. Und. Zack, nächste Herausforderung. Ich konnte der Sitzung nicht bei. Interessant. Ja, ich denke, wir werden das auf 2 Videos machen, nur zu leid. Ja, wir wollen auch gar nicht in die Sitzung. Wir wollen die Aufgabe machen hier. Step right up for Horizon's first ever Dino Safari. Ah, okay, da kommen jetzt die Dinos quasi. Und wir haben hier ein Jeep im Jurassic Park Design. Okay, cool. Und jetzt guck mal kurz auf die Meldung hier. Ich gehe jetzt einfach in den Einzelspielmodus, das juckt doch jetzt eh nicht. Ja, okay, das ist jetzt schon cool. Mit den Dinos. Guckt man natürlich auch, dass man möglichst schnell diesen Editor freischalten. Nein, und wir machen einen Überschlag. Bei nächster Gelegenheit, wenn
denken. Ja, komm. Muss mal kurz zurücksetzen. Ja, also ich glaube, was ich so bisher gesehen habe, ist das jetzt weniger die Challenge, die jetzt hier die Frage ist, ob man das schafft. Also hier 3 Minuten schon wieder für 1,6 Kilometer. Also das sieht sehr, sehr machbar aus. Ich glaube, das ist halt eher echt für den Spaß und jetzt nicht, dass man sich da irgendwie ein bisschen bemühen muss. Bei den anderen Sachen war es ja schon so, dass man so ein bisschen noch aufpassen musste. Das sieht jetzt echt nach reinem Spaßfaktor aus. Ja, das ist ja auch cool. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Editor tatsächlich. Wir fahren das jetzt halt kurz. Und wenn ihr schon Ideen habt, was ich da so machen könnte im Editor, dann schreibt das doch bitte, bitte in die Kommentare. Ja, ist so gar kein Problem mit der Zeit. Das sollte wirklich jeder hinbekommen. Auch ein Like da. Was? So. Ein Drilling. Lust auf Herausforderung 4? Ah, Let's Play Noob. Tatsächlich, okay. Ich habe gar nicht drauf geguckt, von dem die anderen so sind. Interessant. Aber das ist doch von Frosser hier, oder? Selber gemacht, diese Aufgaben. Da sehe ich das falsch. Haben die da mit dem zusammengearbeitet, oder? Ich weiß es nicht. Was da abgeht. GTI. So. So, ich habe das gerade eben schon mal probiert und bin gescheitert, weil wir irgendwie doch so ein paar tricky Sachen drin haben. Ich glaube, ja, hier können wir halt gar nicht außen rum um das Ding. So, und die Röhre nehmen wir auch nicht. Fahren wir geradeaus. Einfach völlig wild durch die Landschaft. Ich weiß, das war anders gedacht, aber wir probieren es jetzt einfach mal kurz zu schaffen. Ja. Und da gab es jetzt eine Röhre und einen Sprung und das war ein bisschen doof zum Erwischen. Dafür nehmen wir den Sprung hier. Zack. Weil wir haben auch schon 45 Sekunden auf der Uhr und wir müssen fast den Tunnel nehmen, dass wir nicht hier wieder Sprungverzögerung bekommen. Natürlich sollte man den Tunnel auch richtig nehmen, ne? Also diese Röhre. Jetzt fahren wir hier innen vorbei an der Rampe. Weil wir haben schon wieder nur 5 Sekunden auf der Uhr. Boah, ja, also ihr seht, wenn ich jetzt da die andere Strecke gefahren wäre, wäre knackig geworden. So, wir haben schon was abgeschlossen. Ja, like mal die war schon ein bisschen schwieriger. Jetzt sind wir gespannt, was noch kommt. Richtig spannend. Dealer, bitte drehen Sie Herausforderung Nummer 5 um. Okay, ja. Also sehe ich gerade, ja gut, die hat 2 Likes. Complete the Gymkhana Course and nail the big finish. Okay. Ja. Probieren wir das doch mal. Vielleicht machen wir das doch auf einmal jetzt. Und es sieht aus, als ging es in den Winter. Drift and Lift. Complete the Gymkhana Course and Nailed Big Finish. Also haben wir es gerade eben vorher schon vorgelesen. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie das wird.
weiter als die Zieldistanz springen. Oh, ich glaube, hier müssen wir. Oh ja, hier müssen wir auf jeden Fall langsam machen. Oh, da haben wir schon zu stark eingelenkt. Müssen wir mal ganz kurz. Ja, shit. Können wir gar nicht weiter zurückspulen. Und so wie es aussieht, müssen wir auch die Geschwindigkeit ein bisschen hochhalten. Oder 14 Meter müssen wir schaffen. Okay, ich glaube, das schaffen wir. Ja. Oh, das wollte ich. Ich wollte es eigentlich noch gar nicht wegdrücken, aber naja. Ja, das kann man schon mal liken. War schaffbar. War easy. Trotz leichter Drehungsprobleme von mir. Egal. Ja, jetzt ziehen wir kurz durch, oder? Fünf Herausforderungen. Ein Straight Flush. Get to the destination in the Ferrari 599XX Evo in under 30 minutes. Minutes? Wiss? Müssen wir jetzt hier eine halbe Stunde über die Map fahren oder was? Ich glaub's nicht. Aber dann sind das alles einzelne Herausforderungen von individuellen Leuten wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gerade verstehe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 370 miles per hour. Da sehen wir schon irgendwas ziemlich Großes da stehen. Oh. Oh. Okay. Ich. Ja. Fahr ich mal gegen die Kante. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und der wird schon mit irgendeinem Grund 370 km/h da reingeschrieben haben, denke ich mal. Wird das nochmal genau das Fahren oder Erreichen oder... Boah, diese Forza-Kanten sind aber... Oh. Nein! Und dann kommt hier die fetteste Forza-Kante von allen. Ja, wo kommen wir denn? Wo hängen wir denn da? Das gibt's doch nicht. So, gehen wir mal ein bisschen mehr nach links vielleicht, dass er es nicht ganz so... Wir haben nur noch 300 drauf. Dann sind wir natürlich zu langsam. Ja, da will der in den Boden reinglitschen. Das ist das Glitch-Tuning. Ja. Aber wir packen irgendwie gerade nicht mehr. Oh. Oh. Ja, das erinnert jetzt so ein bisschen an Minecraft. Wenn die Chunks noch nicht geladen haben. Okay. Was passiert hier? Oh, wir drehen uns auch noch. Oh, oh. So, ultimativer Sprung, ja, das. Okay, interessant. Und wir können es gar nicht mehr sehen, wo wir jetzt gerade oben waren. War jetzt wahrscheinlich so weit. Ne, es wird nicht mal mehr angezeigt. Okay. Ja, okay, ja, kann man mal machen, hätte ich gesagt. Ich vermute mal, dass die Herausforderungen auch für alle anders sind. Also schreibt auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was für Herausforderungen ihr so bekommen habt und ob ich die auch mal probieren soll. Und eben, wie schon gesagt, was ich denn mal erstellen soll, worauf ihr denn Bock hättet, dass ich machen soll und wir dann eben... gemeinsam testen, oder ich hatte auch schon die Idee zum Beispiel mit Justin oder so, dass wir zusammen was machen oder jeder was macht und der andere das dann schaffen muss. Ja, okay, wir haben es irgendwie geschafft, aber die 370 haben wir nicht geschafft. Ja, ja, komm, like mal alles heute. Interessant, interessant auf jeden Fall. So. Ein Sechsling. Jetzt sind uns tatsächlich die Pokerbegriffe ausgegangen. Bist du bereit für die letzte Karte? Try it, I dare you. Okay, das heißt ja schon mal nichts Gutes. Big Skills Drift, yo. Okay.
Ich habe Angst so ein bisschen vor dem, was da kommt. Mit einem Bulli sollen wir jetzt irgendwas machen. One Lucky. Wenn nicht, kann man sich da auch irgendwie eine neue Karte geben lassen, hat es ja schon geheißen. Nee, warum startet der denn schon wieder falsch rum? So, da gehen wir da außen vorbei. So, da vorne steht der, die komische Säule. Oh, Scheiße. Alter, mal 100.000 zu wenig, also. Da bin ich eindeutig zu schlecht dafür. Oh boy. Okay, ich glaube, da lassen wir uns eine neue Karte geben. Also ich glaube, puh. Das ist knackig. Das ist knackig. Ihr könnt es gerne. Wenn ihr die schafft, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare oder sagt mir so, weil. Puh, also da müsste ich mich jetzt schon wesentlich länger hinsetzen. Möchtest du eine neue Karte haben? Ja, ich möchte eine neue Karte haben. Ja. Sieht, hat auf jeden Fall mehr Likes, sieht gut aus. Ich bin auch nicht gut gefahren gerade eben, gebe ich zu. Aber ich glaube, auch wenn man gut fährt, ist es sehr, sehr knackig. So, was haben wir da? Feel the rhythm, feel the vibe, get on up, it's possible. Okay, ja. Irgendwie soll man halt hier so den Vibe fühlen, ich glaube. Und wir haben, okay, war interessant, wir haben eine Cockpit-Sicht. Ah ja, das ändert dann doch. Uiuiui, uiuiui, okay. Ich glaube, das starten mal neu. Und hoffen, dass wir nicht in der Cockpit-Sicht wieder ankommen. War schon schlecht gefahren von mir auch, gebe ich zu, wieder mal. Aber ihr wisst ja, ich bin auch nicht der beste Fahrer, den es da gibt. So, haben wir jetzt. Ne, wir haben wieder die Cockpit-Sicht. Das wird er schon so voreingestellt haben, denke ich mal. Also müssen wir auf jeden Fall mehr Pace geben. Sehe ich das richtig? Ja, so nicht. Nein, da verliere ich es echt jedes Mal. Ja, oder? Ah, nee, wir müssen da rechts. Jetzt check ich es erst. Okay, okay, okay. Man muss da gar nicht runter. Das war gar nicht so arg. Gar nicht so heftig mein Fehler. Aber die Ideallinie haben wir schon gelernt. Stimmt hier nicht so ganz überein. Hoppala. Ja, das war jetzt auch nicht gut. Eieieiei, was mache ich denn hier? Muss man ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen sogar. So, kann ich hier die Kurve schön kriegen? Ja. So, die da braucht man eigentlich gar nicht. Ne? Ja, es erinnert jetzt halt schon so ziemlich stark an ein gewisses Spiel. Und ich komme noch nicht so ganz mit dem Streckenverlauf klar. Tatsächlich, ne? Ich bin ein bisschen lost auf der Strecke. Aber gerade auf solche Sachen hier, glaube ich, habe ich richtig Bock zu spielen, dass wenn es da mehr davon gibt. So. Da haben wir das Ganze abgeschlossen. Ja, Preise nehmen wir immer. Was kriegt man denn Schönes? Ein Superspin. Danke, Forza. Die brauche ich auf jeden Fall. Naja, wenn ihr vielleicht noch nicht so lange spielt, dann freut ihr euch da mehr drüber.
Okay, ja, haben wir das auf jeden Fall abgehakt. Ich bin mal gespannt. Gleich nochmal. Nein, danke. So, damit haben wir die Aufgaben hier auf einmal durch. So, was haben wir denn jetzt? Super Spin. Ne, Super 7. Und hier könnten wir Kira bat jetzt mich, dir mit der ersten erstellen. Ja, Herausforderung zu helfen. okay. Also, ganz von vorne. Was für eine Herausforderung soll's werden? Okay, da können wir das dann machen. Und das werde ich auch machen, was bald in dem Video kommen wird. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns dann bald wieder. Schreibt mir, worauf ihr Bock habt. Bis bald. Ich bin raus. Tschüss.